Die Asphaltierungsarbeiten im Nordabschnitt der Dorfumgehung Dorf Itter schreiten voran. Damit liegt Hessen Mobil voll im Zeitplan. Wichtigster Meilenstein für die B252 Ortsumgehung Dorf Itter ist im Laufe dieser Woche die Asphaltierungsarbeiten, die auf der Hauptstrecke im Nordabschnitt in der Ortsumgehung Dorf Itter planmäßig abgeschlossen werden. Seit Juli 2021 laufen dort die Streckenarbeiten. Insgesamt wurden rund 185.000 Kubikmeter Boden für den Abschnitt zwischen der Kuhbachtalbrücke und dem nördlichen Ende der Umgehung bewegt. Dazu gehört auch der Bau von seitlichen Wirtschaftswegen sowie die Zufahrt zur späteren Anschlussstelle Nord über die sogenannten holländischen Rampen. Eine Besonderheit ist, dass ein Teil der Straße durch ein mit Erdreich aufgefülltes ehemaliges Steinbruchgelände gebaut wird. Hier wurden aufwendige Gründungsmaßnahmen zur Standortfestigkeit der Straße erforderlich. Nach Fertigstellung der Entwässerung und der Frostschutzschicht wurden bereits 17.500 Quadratmeter Asphalt eingebaut. In den nächsten Wochen folgen die Rampen und die Wirtschaftswege. Insgesamt werden es dann 25.000 Quadratmeter Asphalt sein, die verbaut wurden. Auch im Südabschnitt laufen die Arbeiten planmäßig. Derzeit werden umfangreiche Erd- und Gründungsarbeiten für die Strecke und Brücke im Bereich des Südanschlusses, insbesondere der K25 von Obernburg-Komm, durchgeführt. Im Zuge des Straßenbaus im Süden ist es ab Frühjahr 2023 notwendig, eine viermonatige Vollsperrung der Bundesstraße vorzunehmen. Außerdem wird in diesem Zeitraum der Radweg von Talitter bis Dorfitter gebaut. Im Bereich der Querung der Bundesstraße, des Kuhbachs und der Bahnlinie wird der Radweg über die neu erstellte Brücke der Kreisstraße K25 geführt. Eine entsprechende Umleitungsregelung wurde mittlerweile in allen beteiligten Stellen abgestimmt und wird rechtzeitig bekannt gegeben. Bis Mitte 2024 ist die Fertigstellung der Gesamtbaumaßnahme geplant und die Freigabe der Umgehung für den Verkehr wird vorgenommen. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich nach heutigem Stand auf 33,9 Millionen Euro.